Guten Tag und willkommen zurück zu Tales of Berseria. So, was haben wir denn heute für ein Gespräch am Start? Leider kein Magilus Monologe Mitternacht mehr, denn das haben wir abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch die Gespräche zu den Kostümen an sich. Hier haben wir alles, glaube ich, durchgehabt. Doch, hatten wir auf jeden Fall. Und hier, glaube ich, jetzt geht's hier los mit dem Sommerurlaubsplay. Nee, das hatten wir auch schon, oder? Doch, mit dem Bikini, ja, doch, hatten wir schon. Ja. So, dann können wir jetzt... Hier hatten wir auch schon mit der Schule, hatten wir schon gehabt, aber Idol-Invasoren hatten wir noch nicht gehabt. Gönnen wir uns das jetzt hier. So, let's go. Ah, I'm scared. So very scared. Magilu? What's got you so frightened? It's idols. Idols? They're beings on a distant world that garnered the adoration of the masses. I learned of them when studying the Empyreans. They must be pretty bizarre to frighten you. Does being that rude come naturally to you? Idol. The word has a certain mystique to it, don't you think? What sort of beings are they? They are embodiments of the arcane, descending to stand atop great altars. What does that mean? They take the forms of young women clad in short, frilly skirts. What? Why short skirts? Beats me. Only the gods could explain it. So are there a lot of these idols? Fierce battles are waged between their adherents, who each believe theirs to be supreme. Wait, people wage wars over them? Not all the time. Indeed, idols are said to often collaborate or form groups known as units. Their worshippers gather together and wave ritual items called glow sticks. It is how they express their unconditional love. That sounds... absolutely beautiful! Yeah, I'd like to see that. Their calendars are packed with a myriad of group rituals known as live concerts and festivals. Each one is said to hold singing and dancing you could only see in dreams. Wow! So they sing and dance? I don't really get it. It's hard to explain. Their voices are without equal, their movements passionate, and their smiles pure. It is written that there are as many idols as there are stars in the sky. I see. And each has their own character that cannot be found anywhere else. Precisely. I want to meet an idol someday. They're on a distant world. But if they exist, perhaps you will meet one someday. But I must warn you, my boy. Some say that they are monsters who make slaves of men. Is that possible? Luffy said. If you ever meet an idol, keep your wits about you, all right? Don't worry, Velvet. I'm sure idols are wonderful creatures. Oh-ho! You sound so confident. Yeah. I don't understand it, but I trust my feelings. Ja, die weit entfernte Welt. Die weit entfernte Welt, in der die Idols leben. Das ist tatsächlich unsere Welt. In unserer Welt leben diese Idols, diese wunderbaren Wesen, wundersamen Wesen. Oh Mann, ey. So, ja, dann wieder zurück in den wundervollen Wassertempel, den wir schon gestern betreten haben. Und ich fand gestern einen Kommentar recht lustig bezüglich dieser Tempel. Der meinte von wegen, yo, die Tempel der anderen Empyreer sehen vermutlich genauso aus, nur dass anstelle dann von einem Wasserstrom, der dir den Weg versperrt, vielleicht dann ein Feuerstrom ist oder so. Fand ich lustig und ich habe die Befürchtung, dass es genauso aussehen wird. So, unser Schiff. Was haben wir denn hier? Keinen neuen Schatz. Scoutship. Halt deine Schnauze, Eisen. Tut mir leid. Weg. So, wen spielen wir denn heute? Spielen wir heute... Ich hab nichts zu essen am Start. Ich habe nichts am Essen. Auto kochen. Wer will denn heute kochen? Ich habe schon, bei Velvet habe ich schon Level 3 und bei Luffy habe ich schon Level 5. Angriff plus 10, Zubereitungsgeschick, okay. Die Frage ist die, was lernen die wohl alle noch? Lohnt es sich bei jedem, das auszubauen? Weil Angriff plus 10 ist schon nice, ja, das ist ja nicht verkehrt. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen bei Velvet noch weiter rein, um zu gucken, vielleicht kommt da noch irgendwas Interessantes. Deshalb, Auto kochen, ja. Was haben wir denn hier? Was könnte ich hier viel machen? Das könnte ich halt oft machen. Machen wir das hier. Maximale KP plus 10. Ja, und jetzt gleich essen. One of my specialties. From a long time ago. One of my specialties. A long time ago. So, hier haben wir jetzt schon wieder so ein Ding.
Und ein Teleportationspunkt. Okay. Okay, wieso teleportieren? Wohin soll ich mich denn teleportieren? In den anderen Raum gegenüber? Okay, jetzt habe ich den tränenförmigen Edelstein. Den kann ich jetzt ja in die Mitte des Raumes da unten tragen. Und dann kann vermutlich auch ich in der Mitte den Raum öffnen. Was ist denn hier? Ah, okay. Hier ist also nur ein Schatz. Aber wofür war jetzt die Teleportation? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Das sieht jetzt ein bisschen hier so aus, als wäre es eine Mimik, oder? Das steht so mitten im Raum irgendwie. Okay. Ich weiß gar nicht, gibt es in Tales of Spielen Mimics? Also sprich, Fake-Kisten, die dann arme Monster sind? Gibt es hier sowas? Also generell in Tales Spielen? In Tales of Zillia? Gab's das? Ich glaube, gab's nicht. Was ist das jetzt hier? Okay. Ich bin jetzt wohl komplett woanders. Wo ich aber auch nicht weitergehen kann. Brauche ich nicht. Denn hier ist eine Wasserwand vor mir, die mir den Weg versperrt. Kann ich durchlaufen? Komm, Velvet. Ach komm, das ist nur Wasser, Mann. Stell dich so an. Es gibt Menschen, die trainieren unter solchen Bedingungen. Die stehen den ganzen Tag unter so einem Wasserfall und trainieren damit ihre Ausdauer und ihre Körperkraft. Velvet, du bist doch stark genug, um da durchzurennen. Also, mach es einfach. Mach es. So, ja, jetzt können wir wahrscheinlich jetzt diesen Strom von Wasser stoppen, oder? Denk mal schon. Ja, müsste das sein. Anderen Weg gibt's ja nicht mehr. Voll das krasse Rätsel. Ich bin total überfordert. Wundervoll. So, komme ich denn jetzt da gleich raus, wo ich gerade schon war? Nee, sieht nicht so aus. Ich komme gleich wo ganz anders raus. Da oben ist der Stern, okay. So, wo bin ich denn jetzt hier? Das sieht nach einem neuen Gegner aus. Das ist sogar, glaube ich, ein Boss oder sowas. Oder vielleicht ein Zwischengegner. Well, it wiped out the security for us. But... Well, look at that. Wolfie's got the crest of Aminoch. The same pendant worn by priestesses. Oh. Then that makes this demon... Yeah, she must be the missing mother, Mahina. It can't be... Ich muss niesen. Dankeschön. So, Widerstand. Schwäche keine. Okay, dann 3, 2, 1, let's go. Don't just stand there. It's gonna eat you. Ich brauche es geht. Ich will jetzt versuchen, mein Mystic Art, mein doppeltes Mystic Art einzusetzen. Dafür brauche ich einen Stun. Ich brauche einen Stun. Obwohl, ohne Stun müsste das doch eigentlich auch gehen, oder? Alter, ihre Stimme. Wie sie überhaupt nicht nervt. Hört ihr das? Hat das gereicht? Ich hatte zwischen meinem Angriff eine... Na, hat nicht gereicht. Ich hatte zwischen meinem Combo eine Pause gehabt. Das waren keine 8 Schläge. To think a priestess, beloved by her village, would become a demon. Eleanor? She's never going to be the same again. This is the least I can do for her. So says Reason. Huh? That feeling. Damn. Let the demon be. We don't need it. Sie hatte Mitgefühl mit einem Dämon. Gewährt die Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten der Müdigkeitsart auszulösen. Sehr gut.
Unsere kleine liebe Eleanor bekommt langsam Mitleid mit Dämonen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sie verändert sich. Sie wird langsam erwachsen. Habe ich denn irgendwas hier gemeistert? Ich habe hier schon lange nicht mehr darauf reingeguckt. Guck mal, Stiefel gemeistert. Können wir hier schon mal neue Stiefel ihm geben? Dolch hat mir nichts anderes. Hier ist alles gemeistert. Nicht gemeistert. So, ja, 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 perfekt. Spielen wir mal. Komm, wir spielen mal heute wieder ein bisschen Eisen. Ja, spielen wir mal ein bisschen Eisen. So, was hast du denn? Hast du irgendwas Neues am Start? Ach genau, ich muss doch hier noch gucken, ne? Wie komme ich denn auf die nächste Seite? Hier, und zwar das hier habe ich ganz vergessen. Das habe ich ja neu gelernt letztens erst. Dass ich mit den Blockern irgendwas hier Neues machen kann. Genau. Dass solange ich blocke, genau, das war eigentlich ganz nett. Das war an sich ganz nett. So, aber erstmal hier gucken. Was haben wir denn hier? Illusionsschleier. Ja, theoretisch, bei ihm ist eigentlich recht egal. Weil er hat doch immer nur Wind und hauptsächlich Erde, oder? Obwohl, da war gerade Feuer, da war gerade Wasser. Vielleicht doch nicht. Schnelligkeit, Illusionsschleier. Gewährt dem Anwender und allen Verbündeten Reichweite für 1,5 Sekunden Unverwundbarkeit, wenn sie das nächste Mal von einem Art getroffen werden. Wow. Okay. Ich behalte das erstmal so. Ich hoffe, das Spiel hat das richtig eingestellt. So. Ich könnte ja mal hier einfach mal sowas wie theoretisch diese, sage ich mal, diese, ne, hab ich das auch schon. Diese stärkeren Zauber, wo ich die ich casten muss, könnte ich halt hier drauf packen. Ich könnte halt das auf jeden Fall mal drauf packen. So. Ansonsten das habe ich eigentlich alles schon. Ja. Komm, machen wir es mal so. Er hat noch kein zweites Mystic Art, oder? Nee. Weg des Überlebens wird beim Einwechselangriff ausgelöst. Ja, das gehen wir schon. So, okay, da ist auch direkt schon ein Ausrufezeichen. Moment, wir machen mal auch kurz so. Genau. Uiuiui, hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Den gönne ich mir, den lasse ich mir nicht entgehen. Speichern ist schön, speichern ist toll. Alle lieben Speichern. Ja. Haria, Heimat des alten Glaubens. Okay. Aber was ist mit der Tochter passiert? Wo ist die Tochter? Kann es sein, dass sie vielleicht zum Dämon wurde wegen der Tochter? I guess she caught demon blight when she was looking for her daughter. Yeah, that's what the girl at the inn said. But even after turning into a demon, she's still searching for her daughter. Well, Rokuro, Kurogane and Dial all remember what they wanted when they were human, right? Demon or not, she's a mother. It's no surprise she would still be protective of her child. It could be that, or it could be something else. Well, I hope that's what it is. I know that must be how she felt as a human, but demons don't have a sense of motherhood or any such thing. You saw how violent she was. She's not Mahina anymore. When she became a demon, she lost all capacity for empathy and love. It's heartbreaking. But it's the truth. Velvet and Rokuro still have empathy. One demon left unchecked could take 100 lives. And this one's even willing to attack exorcists. Demons can wipe out entire villages, even cities, just as they destroyed my village. Thus, my path is clear. Eleanor is right. There's no turning back once you've changed. Perhaps it would be a mercy to grant her peace through death. Doch, es gibt ein Zurück. Es gibt die Reinigung. Es gibt die Reinigung. Alter, von hinten erwischt. Okay. Super, ich starte schon mal nur mit 2 SG. Das ist natürlich geil. Eat it! Fuck. Ich könnte auch Feuer einsetzen, aber das Problem ist... Problem ist, ich habe nicht genug SG, um Feuer... Wieso ist Velvet tot? Alter, guckt euch das an. Das spielst du einmal mal Velvet nicht und hier funktioniert einfach gar nichts mehr. Das funktioniert einfach gar nichts mehr. Das ist unglaublich. Wir sterben. Wow. Ja, zum Glück habe ich gespeichert. Ich werde jetzt nicht heilen. Hurricane,
Quickness! Einfach mal gucken, wie es aussieht. Mal gucken, wir schaffen es doch noch. Okay. No escape! Come! Hurricane Deception! No escape! Deception! No escape! Ey, das spielst du einmal Welt nicht, ne? Und hier funktioniert einfach gar nichts. Ja gut, wir haben aber auch mit Dingens gestartet. Man muss auch zugeben, ich habe mit 2 SG gestartet, somit konnte keiner halt Seelenbrecher einsetzen und das war dann ein bisschen gefährlich. Aber trotzdem. Also wenn ich Velvet gespielt hätte, wäre das nicht passiert. Besten SG. See this? Alter, ich komme mit Eisen gerade überhaupt nicht klar irgendwie. Nein, nicht das. Ist viel zu langsam irgendwie und die sind viel zu schnell für ihn. Rukuru muss mal wieder spielen. You're wide open! We won, right? Right? Okay, seine Stiefel sind gemeistert. Wo haben wir den kleinen? War noch seine, oder? Ne, Moment, von wem waren das? Irgendwie Fluoridstiefel hat er gemeistert. Ach du, okay. Ich glaube, ich habe für ihn gar keine neuen Stiefel mehr, oder? Doch, da waren irgendwelche unten, welche Schuhe? Widerstandsschuhe. Ne, die werden auch schon getragen. Ja gut, dann hat er momentan nichts zum Tragen. Das alles andere wird schon getragen. Gut, ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Hier kann ich das... Oh Lord. Ich wollte sagen, hier ist eine Wand, aber das ist ein Fahrstuhl. 2400 Gold, nice. Wir haben ein Gespräch, das sollten wir uns auf jeden Fall mal kurz gleich gönnen. Ich gucke erstmal, was hier drin ist. Kiste? Schatz? Ah! Bin wieder raus. Is Inomi not really an Empyrean? What makes you ask that all of a sudden? Well, according to the song Grimm deciphered, Inomi not is an eight-headed dragon, right? The Empyreans are supposed to be these holy beings. But using Therians to feed on malevolence sounds more sinister than divine to me. You've got a point there. Empyreans are a type of Malakim, and that doesn't seem like any Malak we've seen. And even less so when we're talking an eight-headed dragon. Is it so far-fetched? What do you think will happen if the Therians come together in one place? Well, it wouldn't be good. My guess is they'd merge together into a giant, horrific monster. The mighty beast will attack us with its 8 long, snake-like necks and 8 heads spitting hellfire! I can see your worry. Right? And that's 8 heads with only 6 of us to take them on. It'd be more than we could handle. I'd have to conjure up a double or two. You can do that? Of course not. Then why mention it? Oh! What is it, Lafayette? Do you think each head would act of its own free will? Because if they do, they'd be uncoordinated, bumping into each other and going this way and that, giving us an opening. If we fight as one united whole, I know we can win. Yes, if we work hand in hand, victory is ours. Right, everyone? Huh? Us united? Have you looked at us recently? Well, I mean, maybe. Oh Mann, ey. Aber die Sache dass Inomi not ein Drache ist, das stimmt. Daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Dass eigentlich ja Drache hier ein Zeichen für etwas Böses steht. Drachen sind ja eigentlich Malakim, die zu Dämonen geworden sind. Und theoretisch ist das ja wieder ein weiterer Hinweis darauf, dass Inomi not böse ist. Ja. Öffnet mir das einen besonderen neuen Weg oder ist das für eine Kiste? Alter, wie lange diese Animationen dauern auch noch? Da hinten ist eine Tür auf jeden Fall. Da können wir mal rein. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Bitte gehen Sie. Ich laufe hier in Gefahr, in größere Gruppen reinzukommen, reinzugeraten. Und das möchte ich nicht mit Eisen als kontrollierte Figur. Ich kann den auch nicht so gut. Ich kann niemanden gut außer Velvet. Wo ist das jetzt? War das gerade unten, wo ich gerade war? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja, jetzt wird es ein bisschen doch verwirrend. Hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Ich dachte, das wird jetzt hier alles recht simpel bleiben. Aber jetzt wird es doch ein bisschen tricky.
Ja, da unten ist es offen. Mehr oder weniger tricky. So. Ja. Ich wäre sowieso so oder so zurückgelaufen, weil ich jetzt keinen anderen Weg hätte. Und dann würde ich ja wieder hier vorbeikommen und sehen. Oh, guck mal hier. Are we ready for this? So. Ich möchte eigentlich gegen... Nein, ich möchte... Alter! Ich wollte eigentlich das Ziel wechseln. So, da. Perfekt. Da castet irgendjemand was. Ich hab Angst. Irgendwo jemand gestunt? Ich habe keine Übersicht. Vor mir genau. You're wide open! Burn! Non-stun? Perfekt. Ja, guck mal, läuft doch. Läuft doch. Wenn man mit 3 SG startet, läuft es auf jeden Fall schon viel, viel besser. Ja, auf jeden Fall. So, wir haben hier einen Monolith. Okay. Und eine Kiste. Auf dem Monolith steht etwas geschrieben. Das Schloss der heiligen versiegelten Tür wird von den blauen und weißen Juwelen der 7 Kelche beherrscht. Leuchten die Juwelen von der Kelche, leuchten auch die Juwelen der Tür. Leuchten sie die 7 Juwelen im Einklang, wird sich der Weg zum inneren Heiligtum öffnen. Okay. Also muss ich jetzt irgendwelche 7 Dragon Balls finden. Ich meine natürlich 7 Juwelen finden, die wir zum Leuchten bringen müssen. Und dadurch öffnet sich dann die große Haupttür. Hinter der sich dann die Abtei befinden wird und vermutlich auch das kleine Mädchen und die Mutter und alle. Ja, ich kann auch hier einfach mal in die Mitte gehen, dann wird mir wahrscheinlich das nochmal hier beschrieben. Ja, das sind die Kristalle. Es leuchten sogar schon 3. It won't open. Is there some sort of trick to it? Well, you could always try busting through it, but I wouldn't. Who knows what sort of traps you might trigger? I know, I know. Look at that diamond-shaped stone in the door. Haven't we seen that Vielleicht. Somewhere else? You're right. It was on the pedestal with that chalice. That huge thing? You must have some sharp eyes there. I was more interested in what was inside that chalice. So, what? That chalice is the key? Somehow I doubt it'll be that simple. Some stones are colored and some aren't. It must hold some kind of significance. I think you're right. Hey, jetzt stell dir nicht so an, als wäre das irgendwie ein super krasses Rätsel oder so. Das ist einfach nur ein paar Steine berühren. Das schaffen wir schon, Leute. Das schaffen wir schon. So schwierig wird es schon nicht sein. Ah, der Fahrstuhl ist gerade oben. Fuck. You're strong, but I'm stronger. Ich wollte eigentlich hier den angreifen, den Priester. Kannst du dich bitte stunnen lassen? Hast du Bock? Das wollte ich nicht. You're wide open! Burn! Ich hätte jetzt gerne noch einen Stun. Boah, Eisens Angriffe, die sehen so mächtig aus. Alles vibriert hier. Wenn er zuschlägt. Aber das ist auch immer in den Cutscenes immer so. Dass wenn Eisen draufhaut, dann sieht das immer übelst brutal aus. Weg mit dir. So. I unleashed all my power. Maybe I overdid it. Okay. Wenn du das meinst. So, wir haben hier was gemeistert. Die Fluoridpuppe. Boah, die hat so viele Puppen, das ist unglaublich. Irgendwas, was schnell zu meistern geht. Das wäre die Amphibol-Puppe. Ja, gönn dir. Viel Spaß damit. Velvet hat ein neues Kochlevel erreicht. Was hast du denn für eine Fähigkeit gelernt, meine nette Dame? Hat sie gar nichts gelernt. Okay. Sie hat nur einen neuen Level, aber keine Fähigkeit. Ja gut, aber Luffy hat auch 5 Level, aber nur 4 Fähigkeiten. Also kriegt man wohl mit Level 3 keine neue Fähigkeit. Ja, ja, ja. So, hier haben wir Nummer 4. Etwas Neues. Andersrum. Ja, diesmal füllen wir und nicht entleeren. Jetzt öffnet sich eine Brücke aus Wasser. Wow! Aber muss ich das jetzt wieder löschen? Weil jetzt komme ich da nicht mehr durch, oder? Jetzt komme ich doch hier nicht mehr durch. A water bridge. Oder? Nee. Muss ich das jetzt wieder löschen? Moment. Aber dann geht die Brücke bestimmt wieder weg, oder? Boah, dauert das immer lange.
Oder ich muss von der anderen Seite kommen. Aber bringt mir dann ja auch nichts. Die Brücke bringt mir ja nichts. Ah, okay, gut. Es funktioniert. Aber wie ist es jetzt, weil ich das jetzt wieder deaktiviert habe? Leuchtet das jetzt dennoch die Tür in der Mitte? Oder wie ist das jetzt? Das ist jetzt die Frage. Muss ich den Wasserfall doch noch anmachen, damit auch die Tür da unten leuchtet? Für den Haupteingang? Oder wie ist das jetzt? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ah, hier brauche ich einen Stein. Hier. Zack! Da ist er. Wow! Den haben sie ganz schön weit versteckt. Eine Katzkiste. Mach auf. Und nichts drin, ja. So, mach auf. Wahrscheinlich da, wo ich gerade hergekommen bin, ne? Ja. Ich gehe jetzt auch beim Zurückgehen, mache ich gleich wieder den Wasserfall auf der Brücke nochmal an, zur Sicherheit. Weil ich glaube, ich muss den anmachen, damit das in der Haupttür leuchtet. Ich denke schon. Ja, theoretisch ist das scheißegal, ob ich jetzt hier gehe oder da gehe. Ist eigentlich Wurst. So, dann haben wir jetzt, wo ist denn der Weg, den ich jetzt geöffnet habe? Ach, da unten. Genau, hier. Kann ich kurz? Wollt doch kurz durch. Perfekt. Beide auf einmal. No mercy! You thought I'd stop there. Annihilating crash! Ja gut, wir sehen die neuen Mystic Arts einfach in Form von der CPUs. Die machen das schon. Die kümmern sich schon drum. Das war ganz schön unspektakulär. Hey, 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 nicht Carsten. Das war auch halt ganz schön lange für einen... Für einen Gegner braucht Eisen ganz schön lange. You're wide open! Burn! Ich hab ihn vergiftet. Aua. Velvet ist schon wieder tot, ey. Was ist denn los mit den Leuten? Weißt du, wenn du sie nicht selbst spielst, diese dumme Kack-Velvet. Dann geht hier gar nichts. Die kriegen hier gar nichts hin. You're wide open. Ich glaube, Luffy hat gerade auch sein zweites Mystic Art eingesetzt, oder? Weil der Rand unten leuchtet jetzt rot. Kommt das von Luffy? Weil der hat ja auch da was Neues gehabt. Ich glaube, das kommt von Luffy. So, was haben wir denn jetzt hier? Gar nichts. Nur ein Teleportationspunkt. Ja gut, das ist der Teleportationspunkt vom Anfang, ne? Hier komme ich jetzt wieder zum Anfang. Ja. Ja. Bringt mir ja gar nichts. Wieso habe ich das jetzt geöffnet? Ja gut, für die Haupttür natürlich, ne? Aber im Grunde hat mir das jetzt nichts gebracht. Ich mache das jetzt mal oben wieder an, zur Not. Ich glaube, ich muss das anmachen. So. Und die ewig lange Animation. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass die Mutter zum Dämon geworden ist, weil die Tochter gestorben ist. Dass die Tochter vielleicht getötet wurde. Und jetzt, vor allem als sie dann noch Eleanor gesehen hat, wurde sie ja so richtig aggressiv. Vielleicht sucht sie nach Rache. Ich habe das Gefühl, sie sucht nach Rache. Kann, aber ich hoffe natürlich, es ist nicht so. Ich hoffe, die Tochter lebt noch und ist noch kein Dämon geworden. Ich muss blocken, sonst bin ich vergiftet. Ich bin vergiftet. Perfekt. Ich liebe Gift. Das wäre cool auch noch, wenn Mystic Arts... Ah, fuck, ich bin tot. Das wäre cool, wenn Mystic Arts... Was haben die für eine Schwäche? Feuer. Es wäre irgendwie cool, wenn Mystic Arts, ich komme nicht zum Punkt. Wenn Mystic Arts, deine, ja, wie heißt das hier? Deine Krankheiten heilen würden. Das wäre ziemlich cool. Hört auf, hier euren scheiß Gift zu casten. Ja.
Stirb doch einfach. Perfekt. You're not hurt, are you? No, I'm fine. Das ist schön. Das freut mich sehr. So, Moment, ich muss hier hin. Hab ich das Wasser auf der Brücke angemacht, oder? Doch, hab ich. Doch, oder? Ich hoffe. Meine Expedition ist zurück. Yay! Nein, das ist falsch. Doch, richtig. This recipe looks real tasty. Der Inbegriff des Eintopfs köchelt so lange vor sich hin, dass selbst das zähste Fleisch im Munde zergeht. Oh, Wivern sehen Eintopf. Moment hier. So, die Tür. Nee, da fehlen noch zwei. Okay, ich hab's. Des Rätsels Lösung war es nicht, einfach überall das Wasser laufen lassen zu haben, sondern an manchen Stellen bedeutet das auch, das Wasser auszumachen. Und zwar ist das einzig wichtige Merkmal, einfach nur, dass der, ja, sobald du mich mindestens mal aktivierst, spürst du, wie Mana durch den Tempel zu strömen beginnt. Du hast wohl eine Art versiegelte Energie freigesetzt, ja. Und zwar, dieser Edelstein muss hier einfach nur leuchten, ja. An manchen Kelchen bedeutet das Leuchten, dass es halt Wasser fließt, und bei manchen Kelchen bedeutet das, wenn es leuchtet, dass das Wasser aus ist. Und ich dachte, ich muss einfach nur überall das Wasser zum Laufen bringen, aber ja, ich muss einfach nur die Edelsteine zum Leuchten bringen. Und ja, dann ist es eigentlich an sich ganz simpel gewesen. Ja. So, wir speichern nochmal kurz, bevor wir das durch die große Tür reingehen und uns anschauen, was da auf uns wartet. Es könnte sein, dass wir jetzt wieder hier gegen Oscar und Theresa kämpfen würden. Das könnte auf jeden Fall sehr gut möglich sein. Lassen wir uns überraschen. Oder? Es ist ein Fahrstuhl. I feel the power coming from further inside. How very intriguing. Theoronisierend. Amphibolweste? Doch kein Fahrstuhl, okay. Ich dachte, das ist so eine Plattform, die gleich runterfährt, aber doch nicht. So Sonic Adventure 2-like. So eine Plattform, die quer so runterfährt. Okay, wir haben hier einen neuen Tyrion, oder? Gut. Aber wie dieser Kampf mit diesem Tyrion aussehen wird und was es generell mit diesem ganzen Tempel auf sich hat und ob wir hier noch irgendwas herausfinden werden bezüglich Illuminat und der Abtei, das werden wir erst morgen herausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen um 17 Uhr. Tschüss. Ich triff die Aufnahmestopptaste nicht. Tschüss.